Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 14. Wir haben heute Sonntag, es ist bereits etwas später als gewohnt. Dafür entschuldige ich mich, ich habe in letzter Zeit sehr viel zu tun, ich kam nicht dazu aufzunehmen. Und bitte entschuldigt, dass ich versuche in nächster Zeit wieder mehr aufzunehmen für euch und ja. So, ich habe ja im letzten Video eine Frage gestellt. Torwart, wen ich mir holen soll. Und sehr oft kam die Antwort Ter Stegen oder Adler, Zieler, Trapp kam auch und da kamen dann auch so Namen wie Iker Casillas oder Manuel Neuer. Also Neuer lasse ich lieber sein. Jan Sommer kam auch von Basel. Ja. Und einer hat auch einen guten Tipp gegeben, einen relativ jungen Torwart suchen, Stärke 80 und sowas. Und die entwickeln sich wohl relativ schnell. Ich möchte mir... wenn ihr auch noch Torwart-Ideen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Und am Ende werde ich so... Der Name, der am häufigsten genannt wurde, würde ich versuchen, dass ich den dann eventuell kriege. Es sei denn, er heißt Roman Weidenfeller oder sowas. Den können wir direkt mal lassen. Aber hier so gegen so ein Ter Stegen oder Ron-Robert Zieler habe ich nichts gegen, ne? Schreibt mir einfach und, ne? Ihr wisst Bescheid. Jetzt nicht groß quatschen, sondern erstmal gegen Hoffenheim spielen. Scouting-Bericht ansehen. Stürmer. Ja, da kümmere ich mich irgendwann anders drum, oder? Levin Öztunali. Bricht vollständig. Das eventuell holen müsste zur Verstärkung. Also klar ist, dass ich einen neuen Torwart brauche, das mit Hildebrand. Hildebrand ist ja auch schon relativ alt, 34 glaube ich, und ist nicht mehr der Jüngste, und von daher ein neuer Torwart wäre schon perfekt. Schreibt mir einfach mal eventuell einen linken Verteidiger, einen rechten Verteidiger eventuell. Schreibt's mal. Und jetzt muss ich mal eben noch ein Stückchen trinken. Ihr seht's nicht, aber es ist ACE Vitamingetränk. Da, der mundet. Ja. Ach, Tim Wiese. Was macht der denn da?
Ach, wo ich jetzt gerade Hoffenheim sehe. Der Castells. Da habe ich auch eine Empfehlung in den Kommentaren gehabt. Ja. Wie gesagt, macht mir noch ein paar Vorschläge. Sollte halt auch bezahlbar sein. Ich weiß nicht, so ein Kassiers oder so ein Neuer sind ja auch bei FIFA natürlich, aber eher weniger bezahlbar dann. So, schauen wir mal hier, ob wir so ein paar Tricks machen könnten, die wir dann auch beim nächsten Spiel, beim nächsten Training im Real Life anwenden können. Ja, so Dinger mache ich auch immer. Heute ist ja Sonntag, meine Verletzung ist, wie lange her? Dienstag, also jetzt Dienstag, das war der, keine Ahnung, 6. oder 7. Oh, da habe ich mir einen Muskel gezerrt. Und jetzt Dienstag greife ich wieder ein ins Training. Oh, was war das denn? Geht doch besser und schneller. Ich weiß nicht, wir haben in der letzten Zeit oft zu Null gespielt, ne? Wie ich mich erinnere. Aber auch immer nur so niedrige Ergebnisse gehabt. Jetzt aber, komm Jeff, wie kriegst du? Ja, ja! Marco Höger! 1:0! Mit dem Kopf, du! Und ich quatsche die ganze Zeit und... Vielleicht habt ihr das schon mitgekriegt, dass ich Formel 1 gar nicht mehr hochgeladen habe. Weil das geht einfach gar nicht. Quatschen und dabei so angestrengt Formel 1 zu fahren. Ist nicht so meine Stärke. FIFA geht jetzt so. Obwohl ich da auch sehr viele Fehler mache, wenn ich zu viel rede. Wenn ich leise bin, passieren mir nicht so viele Fehler. Aber es ist wahrscheinlich alles Übungssache. Mein Bruder kann zum Beispiel beim FIFA-Spielen gar nicht reden. Immer wenn ich ihn was frage, wenn er gerade FIFA spielt, dann kriegt er einen richtigen Rappel. Dann rastet er. Dann rastet er richtig aus, weil er dann in dem Augenblick auch noch ein Gegentor kriegt. So. So, schön gespielt. Sehr schön. Aogo. Huntela. Gah. Ah, kriegt er nicht, aber jetzt... Ah, da lässt er mich da stehen. Komm, da, den hast du sehr schön. Papadopoulos. Die Griechengrätsche. Jetzt aber. Komm, Draxler geht. Ah, schade. So, da kommt Dennis Aogo. Ui. Ausgefummelt. Bei FIFA 13 habe ich es ja nicht geschafft, irgendeinen Titel zu gewinnen. Da bin ich ja Champions League-Finale gewesen gegen Chelsea. Aber 3:0 verloren. Und Meisterschaft war ich abgeschlagen. Nur Vierter und bin dann in der Qualifikation für die Champions League auch noch gegen die Grasshoppers rausgeflogen. Dieses Jahr, also bei FIFA 14, soll es mal eventuell bei Gelegenheit besser werden. Ich versuche auch 2 bis 3 Saisons zu spielen. Eventuell gehe ich dann auch, wenn ich eine erfolgreiche Saison geschafft habe, wechsle ich eventuell den Verein. Aber mal sehen.
Aber auch höchstens dann nur ins Ausland, nicht innerhalb von Deutschland. Boah, den kriegt der nicht mehr. Hermes. Komm, Kevin, den kriegst du. Schade. Ui. Gegen Hoffenheim war ja so ein relativ schlechtes Spiel, was die jetzt abgeliefert haben vor 2 Wochen. 3-1 zur Halbzeit geführt, richtig dominiert die erste Halbzeit und dann haben die so eine Scheiße gespielt, ja. Leck mich an die Füße, du. So. Da wollen wir direkt mal wechseln, ne? Bisschen Schwung nach vorne bringen. Höger, Goretzka und der Meier kommt mal wieder rein. Ich gebe dem Draxler eine Pause. Und jetzt Jones und Boateng im defensiven Mittelfeld. Ja, das soll mir ja was werden. Elionussi. Aha. Ich hoffe, ihr freut euch wenigstens darüber, dass ich das Video mal wieder online stelle, jetzt das nächste FIFA-Video. Ja. So, geht ran da. Sehr schön. Oh, der Hunter rennt. Der Hunter und der Hunter schießt aus spitzen... Oh, aus spitzen Winkel. So muss das aber sein. Vorarbeit von Meier. Boah, der hätte genau gesessen. Genau gepasst hätte er. Oh, schade. Überhaupt keine Stimmung hier im Stadion. Was ist denn da los? Oh, schade. Ui. Sehr schön von Hövedes. Jetzt geh weiter. Ushida. Oh, ganz viel Platz. Die Flanke kommt. Untela. Oh. Der war überragend gespielt. Überragend. Und dann diese Flanke von Ushida in den Rückraum von der Abwehr. Und da hat Untela einfach keine Probleme, den reinzumachen. Gegen die Laufrichtung vom Torwart. Und zack, ist das Ding drin. Hoffenheim hat überhaupt keine Chance gehabt, dieses Spiel jetzt, ne? So, lauf, Leon. Ach, war doch kein Abseits. Oh doch. Einmal strecken. Oh, weiter geht's. Eugen Polanski. Kommt für Tobias Weiß, der eigentlich auch nicht mehr bei Hoffenheim spielt, der auch aus dem Kader gestrichen wurde. Jetzt aber... Oh, Huntelaar setzt sich klasse durch. Ah. Oh, German Jones. Ah, Eckball. Nein. Aber ich habe weiterhin den Ball.
Oh, Fehlpass von Uchida. Jetzt ein Konter, aber gut aufgepasst von Höwedes. Ne, von Papadopoulos, oder? Von Höwedes. Ah, komm. Ja, sauber. Ah. So, mal ein bisschen ruhiger hier wieder. Und dann wird sowas hier gestartet. Und dann wird der Kevin Prince mal geschickt. Und dann macht der Kevin Prince so... Ah, oh, schade, schade, schade. Aber wieso kann ich da so durch die Abwehr laufen? Wieso machen die überhaupt nichts? So, jetzt aber... Verfahren! Jefferson, Verfahren! In dem Gestocher! Steht, jetzt steht es 3-0. Hoffenheim wird fertig gemacht. So, wie ich es gesagt habe. Kaboom! 3-0, drei verschiedene Torschützen. Huntelaar, Höger und Fafan. Einfach hilflos. Hoffenheim. Ach, Mann. 5 Ligaspiele ohne Gegentor. Das am 7. Spieltag. Ja, ich habe gegen Wolfsburg verloren. 2-0. Und gegen Hannover habe ich nur 0-0 gespielt. So, jetzt Jefferson geht nochmal. Ah, vertändelt leider den Ball. So, 3-0 gewonnen. Perfekt. Als nächstes kommt Augsburg, oder? Einfach mal knallhart weggehauen. 3-0. Souveräner Sieg. Und jetzt kommt auch noch Augsburg. Ja, Augsburg ist dann eigentlich auch eher so eine, sagen wir mal, eine etwas schwächere Mannschaft. Ich bin mal gespannt, auf welchem Platz wir in der Liga inzwischen sind. Ob wir weiter hochklettern oder ob wir immer noch auf Platz 4 oder sowas sind. Gegen Bayern haben wir auch gewonnen. 1-0, glaube ich, war das. Oder 2-0? Ich weiß es nicht. Aber ihr wisst das bestimmt noch. Spiel neu starten. Kyriakos Papadopoulos, eine 9,9. Verfahren auch 9,9. Fast das Maximum rausgeholt. Respekt.